endlich ist der Spickzettel fertig. Meint ihr, der Lehrer bekommt davon Wind? Naja, vielleicht müsste ich das ein bisschen kleiner machen. Okay, also das ist der beste Spickzettel ever. Hey, ach Mensch, sogar der ist zu groß für die Tasche. Wie sollen diese öden langen Gleichungen auch auf einen Spickzettel passen? Komm schon, das muss doch irgendwie gehen. Ich kann mir die Gleichungen einfach nicht merken. Na, machst du dir Stress wegen der Klausur morgen, Jennifer? Hier. Haha, sehr lustig. Wow. Och, du Arme. Moment mal, ich hab die Idee. Willst du den perfekten Spickzettel? Schreib deine Gleichung auf einen aufgeblasenen Ballon. Wenn die Luft komplett raus ist, mach Klebestreifen über die nasse Tinte, um sie zu übertragen. Und jetzt klebst du das Ganze auf deinen Fingernagel. Guck doch mal, wie klein das ist. Jetzt kommt dir garantiert niemand mehr auf die Schliche. Oh, ich werde den Test sowas von rocken. Oder eher nageln. Ups, aufpassen. Wenn es ums Lernen geht, geht es darum, schön organisiert zu arbeiten. Und sich mit Textmarkern an die Arbeit zu machen, ist eine super Lösung. Ach, dieser Test wird ein Kinderspiel. Hey, ohne Wasser funktionieren meine Gehirnzellen nicht. Zeit nachzufüllen. Au! Naja, wie schon gesagt. Mhm. Ja. Ja, ja, ich bin voll bei dir. Jennifer! Echt jetzt? Meine ganze Arbeit. Ah, das ist doch kein Spielzeug, Jennifer. Wie soll ich denn jetzt lernen? Ach, komm mal runter, Kate. Zitronen haben noch mehr drauf, als nur in deinem Wasser zu schwimmen. Wow, wie geht das denn? Oh, das ist ja voll die magische Frucht. Ja, wenn du dich das nächste Mal vermalst oder einfach nur unvorsichtig warst, kann dir eine Zitrone den Tag retten. Ziemlich cool, oder? Aber fürs Wasser nimmst du besser eine neue Zitrone. Der Mississippi beginnt als kleiner Fluss im schönen Staat Minnesota. Oh, ich bin zu spät. Hoffentlich merkt das niemand. Ava, du kommst zu spät. Setz dich hin. Ja, Frau Lehrerin. Machen wir weiter, wie du über die Quelle des Mississippi laufen kannst. Oh, du siehst aus, als hättest du dich mit einem Hahn angelegt. Hi, Madison. Hi, Ava. Armes Mädchen, sie braucht ein bisschen Hilfe. Ava, das ist für dich. Oh, nee. Oh, ich sehe aus wie ein Gorilla. Hm. Ich muss meine Haare richten, damit es besser aussieht. Nee, immer noch dasselbe. Vielleicht schaut dir niemand ins Gesicht? Warte, ich kann dir helfen. Ava, schau, was ich habe. Wir haben Puder. Wir haben Funkeln. Wir haben Glitzer. Sogar Foundation. Ich bin deine Make-up-Fee. Ich habe mit einem Bleistift-Organizer angefangen. Ein Stück Pappe hilft es, in der Schublade zu verstecken. Jetzt kommt meine Lieblingsfoundation. In die Schublade passt eine Menge. Sie füllt den Raum perfekt aus. Etwas Rot für die Lippen nicht vergessen. Trennwände für Funkel und Glitzer in der nächsten Schublade. Abdeckstift nach oben. Und jetzt die Accessoires. Das kommt hierhin. Lipgloss hier rein. Make-up-Pinsel auch. Und um alles zu verschleiern, verteile ich Buntstifte, die mein Make-up verdecken. Madison, du bist meine Lebensretterin. Zeit zum Schminken. Oh, ich brauche definitiv Abdeckstift. Foundation. Und jetzt meine Lippen. Und die Augen darf ich nicht vergessen. Feinschliff. Ah, das Gorilla-Gesicht ist weg. Danke, Madison.
Gerne. Mädels. Nichts ist schlimmer, als kein Make-up zu haben, wenn du es wirklich brauchst. Zeit für den Unterricht. Oh, ich brauche Kreide. Hat einer von euch ein Stück Kreide? Nein, ich nicht. Ich hab das. Au, mein Gesicht. Was macht er denn da? Ich verstehe nicht, was da vor sich geht. Und nur noch ein bisschen mehr Schrubben und voila. Ein Stück Kreide. Na Art. Damit können sie auf die Tafel schreiben. Könnte aber eklig sein. Oh, mein Gesicht. Mein ganzes Make-up. Na, ein Glück, dass wir ein paar Tricks kennen, um Make-up in den Unterricht zu schmuggeln. Manchmal brauchst du einfach ein bisschen Gehirnfutter, um eine Klasse zu überstehen. Aber Chips sind wahrscheinlich nicht die gesündeste Wahl. Hm, die sind so lecker. Oh oh, dein lautes Mampfen hat dich verraten, Mia. Wenn du am Nachmittag Lust auf etwas Knuspriges hast, dann musst du lernen, heimlich zu essen. Stecke einen Stift oder einen Bleistift durch die Seite der Tüte. Balanciere sie jetzt zwischen deinem Tisch und dem deines Nachbarn. Hm? Bilde ich mir das nur ein oder schmecken die so sogar besser? Oh oh, der Lehrer kommt. Naja, wenn du sie verstecken musst, kein Problem. Schieb einfach deinen Block drüber. Oh, hallo. Nö, hier gibt's nichts zu sehen. Wir hören nur ihrem interessanten Geschichtsunterricht zu. Hey, Zeit für die große Pause. Hey, schaut euch mal dieses Video hier an, Leute. Ups. Och, Mann, das ist vielleicht nervig. Keine Panik, ich weiß, wie wir das hinbekommen. Okay, ich weiß doch nicht wie. Hm, so offensichtlich auch nicht. Hm, wobei, ich glaube, ich habe die perfekte Lösung. Hm. Okay, Leute, schaut mal her. Gib mir mal bitte eine von diesen Büroklammern hier. Hm? Hm, ja, mehr brauchen wir nicht. Du biegst den oberen Teil der Büroklammer so zurück. Und jetzt biegst du die Spitze genauso zurück. Lege sie jetzt so hin, dass die gebogenen Teile nach oben zeigen. Dann steckst du dein Handy in den Schlitz und voila! Jetzt kannst du deine Lieblingsvideos ganz bequem ansehen. Oh wow, Vicky, die erstaunt mich doch echt immer wieder. Hey Jennifer, du siehst aber nicht begeistert aus heute Morgen. Ja, das liegt daran, dass der Gedanke, zur Schule zu gehen, mein Gehirn taub macht. Beeil dich, Jen. Es wird Zeit zu gehen. Okay, Mama. Oh je, geht's dir auch gut? Entdeckung, Jennifer spuckt gleich. Oh mein Gott, mein armes Baby. Keine Sorge, Jen ist nicht wirklich krank. Steck dir einfach eine Handvoll von dem Zeug in den Mund, trink etwas Orangensaft dazu und kaue. Aber nicht runterschlucken. Ziemlich überzeugend, oder? Dieser Trick ist perfekt für unliebsame Projekttage. Das ist sicher. Meine Liebe, vielleicht ist es besser, wenn du heute zu Hause im Bett bleibst. Zieh deinen Schlafanzug an und ich mache dir einen Ingwertee für deinen Bauch. Ich sagte doch, dass es funktioniert. Raus aus den Federn, Jennifer. Zeit für die Schule. Wie spät ist es? 6 Uhr? Nein, es ist schon 9 Uhr. Oh Mensch, ich habe nur eine Sekunde die Augen zugemacht. Ah, heute ist Prüfung. Schnell, schnapp dir deine Sachen und renn zum Bus. Du musst los. Ja, immer wenn man in Eile ist, klappt nichts wie gewohnt. Ah, wieso nur? Schnapp dir alles, was du finden kannst und los. Brauche ich die Brotdose? Wenn ich mir es recht überlege... Gut, die Luft ist rein. Diese kleine Nudel wird mir den Tag retten. Oh, dieser Rucksack ist so schwer. Okay, Papa, fährst du mich jetzt zur Schule? Na klar, Schatz. Halte die Nudel zwischen den Zähnen, wenn dein Papa dir hilft, den Rucksack aufzusetzen. Und dann beißt du genau im richtigen Moment drauf, so hart du kannst. Jennifer, war das dein Rücken?
Es ist ziemlich verrückt, aber es funktioniert jedes Mal. Fast zu gut. Oh nee, er ruft den Notarzt. Keine Sorge, bald ist alles wieder in Ordnung. Ja, immerhin besser als der Mathe-Test, oder?